ersten Rennen habt ihr zwei Franzosen am Ablauf. Von vorne Brutus Donoyel mit der Sophia und du mit Zulage den Uncampeon. Wer ist weiter? Das ist eine gute Frage. Uncampeon, glaube ich, dass auf die Distanz also 2,30 platzieren kann. Brutus Donoyel ist am Mittwoch noch in Straubing gelaufen, in einem PMO-Rennen. Trotz eines Startfehlers ist er Zweiter geworden und ist er sehr gut gegangen. Jedoch bei Brutus ist abzuwarten, die kurze Startfolge könnte für ihn ein Verhängnis werden. Da er ein großes Pferd ist und ein bisschen wenig Substanz besitzt, da könnte ihm zum Schluss die Kraft ausgehen. Und ansonsten, ja, am besten wird wahrscheinlich von Athenor sein, der beständig sein Können ausläuft. Von hinten kommt noch dein ehemaliges Erfolgspferd Tutorial. 50 Meter in Dackelfing haben aber die wenigsten bis jetzt geschafft. Ja, 50 Meter ist extrem schwer, jedoch in der Gegnerschaft Tutorial, wenn er im Vollbesitz seiner Mittel ist oder was, müsste er trotzdem weit vorne enden. Das letzte Laufen war allerdings nicht gut. Er hat also mehr oder weniger keinen ausgelaufen, ist zwar eine ordentliche Zeit gelaufen, aber die Art und Weise, wie er gegangen ist, ist nicht so, wie man es sonst für ihn gewöhnt ist.